Afsoon Alipour, 30 Jahre, tagsüber knallharte Geschäftsfrau, nach der Arbeit ehrgeizige Leistungssportlerin. Seit 14 Jahren spielt sie bei den Hamburg Knights Softball. Anerkennung ihrer sportlichen Erfolge erfährt sie selten. Aufmerksamkeit muss sie sich erkämpfen. Viele glauben dann immer, dass es nicht so ambitioniert ist. Also, dass das nicht so ambitioniert sein kann, wie ich es berichte. Und dass wir hier, wie gesagt, sehr oft auf dem Platz stehen, Bundesliga spielen. Das glauben die oft nicht. Aber spätestens, wenn die dann hier am Platz sind und dann sehen, wozu, ja, so blöd sich das anhört, Frauen dann doch fähig sind, ist danach immer wirklich jegliche Vorurteile dann auch eingeräumt. Trotz des professionellen Trainings und großer Einsatzbereitschaft ist der Sport in Deutschland nur wenig bekannt. Ein Problem sind die schwer verständlichen Regeln. Softball ist mit Baseball vergleichbar. In zwei Mannschaften stehen sich jeweils 9 Spielerinnen gegenüber. Mehrfach abwechselnd hat ein Team das Schlagrecht. Dabei können sie Punkte erzielen, indem sie in einer bestimmten Zeit eine Runde laufen. Das andere Team versucht, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Geschwindigkeit und Wurfkraft stehen im Mittelpunkt. Kann nicht sein, dass beide Gäste im Infield. Eine muss da bleiben. Der Einsatz der Frauen hat sie zu einem der besten Teams in der Bundesliga gemacht. Die Zuschauer bleiben aber dennoch aus. Gut. Es frustriert eher. Es frustriert eher, weil wir genauso einen hohen Einsatz bieten, weil wir genauso gute Athleten sind. Und ja, aber das ist ein Phänomen. Ich denke, auch Frauenfußball ist nicht so populär wie Männerfußball. Ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, jetzt nicht nur in unserer Sportart präsent. Afsoon ist mehrfache Titelträgerin. Die deutsche Meisterschaft konnte sie bereits 2-mal gewinnen. Außerdem spielt sie in der Nationalmannschaft. Von dem Sport leben kann sie aber nicht. Neben ihrer Tätigkeit als Managerin vertreibt sie Online-Taschen. Mindestens 200 Euro von ihren Einkünften fließen in den Sport. Ausrüstung und Fahrtkosten müssen unter anderem aus eigener Tasche bezahlt werden. Inzwischen hat sich jeder damit arrangiert, dass wir dafür keine Kohle bekommen, dass wir dafür Geld ausgeben. Und das ist einfach so. Das ist aber definitiv ein Grund, warum nicht so viele auf so einem hohen Niveau bei uns mitspielen können. Es ist leider auch ein privilegierter Sport dann. Also du musst es dir auch einfach leisten können. Ihre Begeisterung für Softball soll auch andere mitreißen. Am Ende steht für sie aber nicht das Ansehen, sondern der Sport im Vordergrund. Wir sind 3-mal die Woche am Platz trainieren. Wir sind im ganzen Sommer am Wochenende deutschlandweit unterwegs. Wir finanzieren das alle selber. Da ist nicht mehr viel Kraft und Power, noch sich darum zu bemühen, es populärer zu machen. Das bedeutet aber, dass jeder Einzelne hier das wirklich aus Liebe zum Spiel macht. Also da geht es nicht um Prestige, da geht es nicht um irgendwelche Presseartikel am Wochenende. Da geht es wirklich nur darum, dass jede von uns dieses Spiel einfach liebt. Die Weltmeisterschaften 2016 hat Afsoon fest im Blick. Sie und ihre Teamkolleginnen hoffen auf weitere Siege anstoßen zu können, selbst wenn sie nicht die gleiche Anerkennung wie Fußball-Bundesligisten bekommen.